So, grüße euch und schließlich eingeschaltet zur weiteren Folge. Nimmt da auf eigentlich? Ja, nimmt auf. Zur weiteren Folge Blackforge VR. Heißt es eigentlich, komplettes Spiel. So, ich habe hier so eine neue Session. Ich habe jetzt schon mal alles angefangen hier soweit. Meine Spitzhacke kommt natürlich wieder da hoch. Ist doch klar. Unser Lehrlingsstück habe ich natürlich weg. Das haben wir letztes Mal verbraucht. Jetzt ist meine große Frage: Kann ich jetzt eigentlich hier wieder schmieden? Ja, jetzt geht's wieder auf jeden Fall. Okay. Na, wir lassen ihn einfach mal da sitzen. So, was haben wir jetzt für einen Auftrag eigentlich? Irgendwas stimmt mit dem Bären nicht. Dann gucken wir mal, was mit dem Bären nicht stimmt. So, jetzt muss ich so eine Bärenfalle bauen. Ist das Vicky? Vicky und die starken Männer? Okay, mit der Bärenpopulation stimmt etwas nicht. Eine seltsame neue Krankheit hat sie verdorben. Sie durchstreifen jetzt die Jagdgründe und greifen Wanderer an. Das ist ganz untypisch für sie. Wir müssen diesen Wahnsinn ein Ende setzen, bevor noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Ich werde mich sofort darum kümmern und beschaffe mir etwas, was eine gute Reichweite hat. Okay, wir müssen so gesehen einen Speer bauen. Ein Speer. Gut, dass wir hier schon sowas hier haben. So rein aus Neugier jetzt einfach mal, weil ich habe hier hinten ja einen Speer. Kann ich den hier theoretisch? Wie so als Joker? Nee, es geht nicht. Würde der überhaupt Schaden machen? Nee, der macht gar nichts. Ich dachte, er macht irgendwas. Aber gut, dann halt nicht. Kann ich den vielleicht... Ich habe zumindest das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich tue es lieber runter, bevor es irgendwie einen Absturz verursacht. Ich meine, wir hatten ja schon mal einen Absturz wegen dem Spiel hier. So, okay. Also, ich brauche mein Hämmerchen. Dann bauen wir einfach einen schönen Speer. Das sollte nicht so schwer sein, ein Speer zu sein. So, klopfen wir jetzt einfach den hier ein bisschen platt. Dann drehen wir die ganze Schose mal um und hauen von der Seite noch ein bisschen gegen. Einfach so ein bisschen gegenhauen, ein bisschen gegenhauen. Das war ein bisschen viel. So. So, dann tun wir wieder schleifen. So, immer schön, dass es möglichst platt wird, die ganze Geschichte hier. Na? Habe ich heute schon die ganze Zeit drauf gefreut, dass ich es irgendwie wieder spielen kann, das Spiel. Es macht richtig viel Spaß, ey. So, die Seite ist schön platt. Kann man nochmal kurz anfeuern lassen. Hier, Kleiner, tu deine Pflicht. Bis dahin guck ich mal, was Hagrid so gemacht hat. Yo, Wizard Fuchsel. Macht doch gar nichts dabei. Ach, guck mal, hat meinen Hammer hier sogar. Schau mal. Ich habe ihn schon gefragt, ob er den noch hat. Mann, der ist aber mir auch richtig gut gelungen, ey. Hat auch diesen Hebel irgendwo. Wo er gesagt hat. Sehen tue ich nicht mehr, aber wenigstens mein Hammer. Jawohl. Gut, okay. Danke fürs Aufwärmen. Er hat sogar ausgebrütet, der kleine. Der kleine Fretz. So. Die Oberfläche muss noch gerade werden. Vorne muss ein bisschen mehr weg. Könnte er jetzt eigentlich schon theoretisch. Noch macht er nichts dergleichen. Das war jetzt wieder zu viel. Na gut, Alternativplan. So, jetzt machen wir hier eine schöne Spitze, Speerspitze. Nicht ganz.
Nochmal. Das Problem ist also keine vernünftig. Entweder nimmt das Zwieback, wobei es sollte jetzt eigentlich schon gehen. Okay, was macht er jetzt für einen Schaden? Immer noch den passenden. Nicht passend. Das heißt, noch ein bisschen schärfer machen. Das ist komisch, gestern haben wir es besser hingebracht. Das war ein bisschen zu viel, aber es macht nichts. Ich weiß nicht, ob ich mir Vorteile tue, wenn ich hier so hin mache. So, hier vorne so eine komische Ding hier dran, aber vielleicht. Aha! Klingt schon besser. So, dann lassen wir jetzt erstmal kühlen und dann holen wir uns ein schönes Stück Holz raus. Einmal. Zweimal. So, dann müssen wir jetzt klein hobeln. Okay. Gehen einfach mal bis dahin. Mann, ist alles hier schön klein. Ach ja, wisst ihr noch, als wir eine Keule gemacht haben? Mensch, war das lustig. Jetzt kann man warten, irgendwie hier so Metall zu drechseln. Langweilst du dich, Hagrid? So, das ist Teil 1. Dann kommt Teil 2. Teil 2 tun wir hier rein. Ja gut, weil es so einen riesen Unterschied macht. Mein letzten Endes wird es wahrscheinlich eh immer noch nicht passen. So. Es ist halt schwer, hier eine einigermaßen vernünftig breite, lange Ding zu machen, wenn man hier keine Führung hat. Dann soll ich keinen Ton mehr ausgründen. Habt ihr noch Ton? Hat auch keinen Ton mehr. Was ist da los? So startet sich Steam neu. Komisch, Steam hat sie gerade. Nein, jetzt habe ich es vergeigt. Na ja, gut, was soll's, das wird die untere Stelle. Muss ja aufpassen. Ist auf jeden Fall gut, dass der sofort den Ton ausmacht, wenn irgendwas passiert. Jetzt reckt man den kleinen wieder auf. Ja, oder wir nehmen den als obere Spitze her. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht wecken. So. Hier so schön hin. Ja, ich nehme es doch als unteres Teil. Ich nehme es doch als unteres Teil. Dann brauche ich nochmal zwei. Kann ich eigentlich. Ah, okay, es geht auch. Hier, mein Kleiner. Papa, mein Kleiner. Nee, ich dachte mir, letztens hat doch irgendwie so einer was zurückgebracht, weil er gesagt hat, oh, ist mir zu lang. Also muss ich ja im Grunde nur mit der Axt einmal draufhauen. Dann täte es ja von der Länge her passen. So. So ungefähr. Nicht kleiner machen. So. Vorsichtig, vorsichtig. Das wird doch schon gehen. Ja, ein bisschen dünn geworden. Sag mal, wieso bist du jetzt klein? Ich habe dich doch gerade eben gefüttert. Okay, Länge möchte er ja volle Länge haben. Ah, die hat man jetzt erreicht. Dann brauche ich eigentlich nur noch die Spitze drauf machen. Eine Sekunde gibt gleich was.
So. Wir müssen jetzt eigentlich hier... Perfekt. So, dann tue ich dich hier rein. Und freut sich Vicky. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Guck mal. So, dann tun wir den Kleinen schnell füttern. Damit er nicht einfach hungern ist. So, hier, guck mal. Aber, aber. Jetzt ist er groß, satt und zufrieden. Wieder gut, ganz ein feiner. Hm? Ganz ein braver. Hm? Kann man hier auch Bauch kraulen? Okay, ich muss gerade ein bisschen Zeit schinden. Wobei, ich kann eigentlich kurz warten, bis Hagrid wieder da ist. Ja, ich denke, das machen wir auch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Sagen. Da kommt er. Wie geht's, mein Lieblingshändler? Jawohl, guck mal. Looks like you just got a new type of reward. You now have access Lederumwicklung. To nothing. The station is hanging over the work table in your seat. Before you go and take a look at it, I do have a fitting request for you. Okay. That handle you made for me earlier could use some better grip. Ho ho ho. I bet you know what to do with this request by now. Umwickelter Griff. Ja, ich bin noch da. Das ist doch so Hagrids Aufgabe. Hm. Wahrscheinlich nur, dass ich sie noch holen muss. That new icon there means that a good grip is required. A good way to add grip is to cover the handle in leather. Bring the handle to the wrapping station and pick up a spool of leather. Also war ein dicker. Okay, hier hinten. Leder. You can always rely on your ancestors' memories to show you the way. That nail will help you see how it's done. Kann ich ja auch mit der Faust draufhauen? Okay, nee. So point the front of the spool towards where you want to begin. Ah, okay, einfach nur so, wie wenn ich ein Verband drum machen würde. Ups. You can stop whenever you feel like it. Ah. To keep wrapping on that same strand, attach the leather to where you left off and continue. You can remove the added leather by moving in the opposite direction. Or using the wood turner as a quick way to get rid of all wrapping. Change the width of the leather by adjusting the end of the wrap. Grab it and give it a try. Du kannst außerdem die Breite des Dias ändern, indem du das Ende der Umwicklung anpasst. Increasing the width also increases the amount of leather used, but it covers a larger area. Thank you. I'm heading to the town of Evergreen next. I know some people that live there who may need your assistance. They are known for their logging. Okay, so kann ich es abmachen. Might be able to get you a new wood material to work with. Na gut, ich mach's ihn erstmal vernünftig dran. You will have a steady supply of copper and pine wood. But you will also be able to get more valuable materials as rewards for completed requests. Man kann aber offenbar nicht unendlich drauf machen. Okay. Keep an eye on the limitations of how much valuable material you can store in your smithy. If you go over the limit, the extra material will unfortunately be lost. Okay, was hat er gerade gesagt? Before I leave, I have something very interesting to give. This here is a magical orb.
set to chime when its owner soon faces a new and exciting challenge. Also, the seer said, when she saw it to Besitzerbeute. Okay. Haar im Mund. Soll mich mal rasieren. Tschüss. Okay. Krumme Speerspitze. Mal erstmal die lange Aufgabe. Also, was sagt er? Was ist das denn für ein Speer hier? Als das letzte Mal die Jagdgründe besucht habe, wo mein Speer völlig ruiniert, du musst ihn für mich eine neue Speerspitze anspitzigen und sie anbringen. Sie sollte schön spitze sein. Okay. Was ist denn das für ein Material, was es auf der Speerspitze drauf hat? Okay, erstmal mal den Speer mal vernünftig drauf. Ist es Kupfer? Ja, ist Kupfer. Okay. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Maximumlänge, oder? Okay, im Grunde müssen wir einfach nur einen neuen Speer machen. Wie wir gerade eben schon gemacht haben. Nur, dass wir die Hälfte Materialien schon haben. So. Okay, das heißt ungefähr bis hierhin. Also dicke Speere, die Leute manchmal brauchen. Schon. Naja gut, wenn ich mir angucke, wie groß Hagrid ist, und ich glaube nicht, dass er der größte ist. So. Speerspitze. Und doch falsch gebaut. So. Gib mal das Ding mal hier. So, dann tun wir jetzt mal ganz schön hier spitz fallen. Okay, tun wir hier nochmal. Vorsichtig. 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 So, dann hier nochmal. Vorsichtig. Vorsichtig. Okay, wenn man ganz okay, vorsichtig reingeht, dann schafft das. Macht er jetzt spitz? Dann macht er ja stumpf immer noch. Das sollte doch spitz machen, oder? Ne, ist immer noch stumpf. Okay, warte. Okay, warte mal ganz kurz. Sag mal, wie groß hat denn das Ding da gemacht? Ich bin ganz ehrlich, der will hier nochmal 9 nehmen. Aber den ist eine alte Form hin. Haben wir einmal Material geschenkt bekommen. Zynisch, als ob wir hier bezahlen müssten für die Materialien. So, den stellen wir jetzt hier hin. Auch der ist wieder klein geworden. Okay, eine Sekunde, den füttern wir ganz kurz schnell. Hier, mein Kleiner. So. Okay, dann hauen wir den jetzt erstmal ein bisschen platt. Na ja, gut, bisschen Schwund darf sein. So.
So. Bisschen mehr, das war zu viel. Das Juten, aber da hauen wir mal einmal hier so drauf. Oder von der Seite hier besser gesagt. Oder von der Seite besser gesagt. Ja, sag mal. Okay, ich denke, ich schleife den Rest lieber. Da können wir ein bisschen aggressiver rangehen, weil da ist ja eh noch so viel dran. Wo hätte ich denn gerne die Spitze? Wir könnten eigentlich das Ding hier gleich zur Spitze machen. Okay, erstmal schleifen wir das ganze Ding mal ab. Das passt. Da war ein kurzer Leck. Aber hey, so ein Leck hält mich nicht auf. Okay, dann haben wir hier den weg. So, mein Kleiner, heizt den nochmal ganz kurz auf. Also, der ist immer noch heiß hier, der hier. Also. Okay, wir haben hier eine Bezahlung. Kommen wir schon mal mit. Oh. Okay, die ist jetzt da reingegangen. Big question is, danke, was genau bringt uns das jetzt? Ich weiß, wahrscheinlich hat das gerade eben erklärt alles, aber ich war halt hier mit, so mit der Auftrag beschäftigt, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. So. Ich werde nach der Folge nochmal kurz reingucken. So. Hier nochmal schön hier den hier machen. Er sollte eigentlich Pieks Pieks machen, oder? Er macht stumpf stumpf. Bisschen so, bisschen so, bisschen mehr. So noch abnehmen, dass es vielleicht ein bisschen dünner wird, die ganze Geschichte hier. Okay, jetzt nochmal ein bisschen so schauen, dass wir ein bisschen anspitzen. Ja, ohne am besten die Spitze dabei kaputt zu machen. So, wie sieht's aus? Aha. So, machen wir am besten nicht weiter. So. So, dann tun wir den noch schnell abkühlen. So, dadurch, dass ich ihn heiß drauf getan habe, zieht sich das Holz zusammen und hält das Ding noch besser. Wir könnten es eigentlich auch noch wegen der Optik eigentlich, warte mal. Zwecks der Optik könnte man den eigentlich noch ein bisschen so... Na? Ach, es geht gar nicht über das Metall drüber. Schade. Schade, ich dachte, es geht, dass ich so über Metall hier so... Das optisch halt so aussieht, wenn ich es dran gemacht hätte. Aber gut, dann halt nicht. Hm, hallo? Jetzt. Irgendwas ist mir gerade im Weg gewesen. Hier, bitte. Nächste Aufgabe. Alter Hochsitz. Und Jagd anfangen. Dann machen wir erstmal den Hochsitz. Ich frage mich, ob hier das Kartensymbol ist. Vielleicht schaut mir da irgendwas frei. Also, was will er denn? Unser Hochsitz fällt allmählich auseinander. Ich könnte losziehen, um ihn reparieren. Dazu brauche ich nur einen stabilen Hammer. Fertige mir doch einen. Ja, das ist kein Problem hier. Das ist kein Problem. Hämmerchen habe ich schon mal gemacht. Habe ich sogar einen für Hagrid mal gemacht, der hat sich richtig darüber gefreut. Theoretisch kann ich auch gleich dieses Kupfer da verwenden. Hier macht das mal heiß für mich. So. Gehen wir mal runter bis zu dem hier. Wird wahrscheinlich eh gleich wahrscheinlich irgendwo zu weit schneiden. Weiter. Stopp. Ja, wie ich schon sagte, wird irgendwo zu weit schneiden.
Na gut. Nicer Griff. So. Hier machen wir am besten gleich den hier. Das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Das war schon wieder zu... Na, wobei. Könnten die ja auch so machen. Hm, bist du noch? Sag mal, wie ist jetzt dumm? Schleift das Ding nur vernünftig ab. Na gut, okay, es wird schon gehen. So. Dann kommt das Stielrennen. Mehr hier unten so ran, so, also ein bisschen Länge noch kriegen. Das ist ein ordentlicher Hammer. Okay. Tu mir noch ein bisschen zu Leder rum, außenrum. Leder außenrum. Ja, sag mal, warum geht es nicht? Hä? Können die nur gemacht werden? Warte mal. Kann das nur rübergeschwungen werden, wenn der. Nö. Hä, wieso will er das nicht? Also das mit dem Leder hier ist ein bisschen kompliziert. Na gut, der ist drauf. Oder brauche ich dafür einen dicken Leder? Nehmen wir nochmal das dicke Leder. Oder macht das nicht, weil die Oberfläche ist nicht... Keine Ahnung. Ich bin mal gerade unsicher, wie das funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich den drauf machen muss. Ja, okay, jetzt ist halt ein bisschen was drauf. Irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren, wie es funktionieren sollte. Na, das ist doch mal ein Hämmerchen. Länge sollte theoretisch passen. So, hier Hagrid. Hier Hagrid. Okay, jetzt habe ich hier so ein bisschen Flüssigkeit aufgefüllt. Alter Hochsitz. Hä, hat er den nicht gerade mitgenommen? Hey, du bist jetzt dumm oder was? Nimm das Ding doch mit. So, und wir machen Jagdanfänger als nächstes. Und als Jagdanfänger brauchen wir als Aufgabe. Jetzt soll ich Jagdgründe für jemanden wie mich sicher sind, möchte ich mehr über das Jagen lernen. Ich brauche etwas Einfaches, mit dem ich anfangen kann. Sieht aus wie ein einfacher Speer, nur ein bisschen kürzer als die ganze Sache hier. Ist gut. Was sagt ein Uzzard? Ja komm, den kriege ich noch rein, oder? Es war jetzt noch eine Minute bis zur halben Stunde, aber hey, da mal halt ein bisschen länger. Wir spielen gerade in Motivation. So. Okay, diesmal machen wir es mal folgendermaßen. Wir fangen erstmal damit an, hier die Ecke wegzuschleifen. Anstatt das, was wir jetzt immer weggehauen haben, tun wir es einfach gleich von Anfang an wegschleifen. Ob das das gewünschte Ergebnis für bringt, ist die andere Frage. Aber hey, wir probieren es wenigstens mal. Au, ich schleife meine Hand noch weg.
Da wäre es noch irgendwie cool, wenn man so eine gerade Fläche noch hätte, wo man schleifen könnte. So, und schleifen hier noch das Eck weg. Da kann ein bisschen dauern. Und habt ihr schon ein Like, einen Kommentar und ein Abo dagelassen? Was nicht? Das ist aber traurig. Da muss ich mir mehr Mühe geben. Da muss ich mir mehr Mühe geben, um euch zu überzeugen. So, den mache ich jetzt extra hier. Schön, ganz schön für euch. Weil ihr es euch wert seid. So. Dann schleifen wir den hier weg. So Meat Grinding halt. Dann nehmen wir hier hinten noch ein bisschen die Ecke weg, dass wir eine schöne Tropfenform kriegen. Kann ich eigentlich mit der... Nee, mit der Hand kann ich nicht rein. Da muss noch ein bisschen da oben weg. Oder wir nehmen die Spitze hier unten einfach. Okay, der muss ein bisschen aufgewärmt werden. Der Bo muss gefüttert werden. Der Rammler. Hallo Rammler, du. Okay, was hat er für ein Problem? Gar keins. Wäre ich dann stärker, wenn ich das trinke? Dann brauche ich keine, in Zukunft keinen Hammer mehr. Dann brauche ich keinen Hammer mehr, dann brauche ich einfach nur... Schon habe ich Schneeball. Eisenball, warte mal, das war die Seite, die ich... Oder war... Nee, warte mal, die Seite war, wo ich spitzen wollte. Langsam und vorsichtig. Na also. Bisschen langsamer ran, bisschen anspitzen noch. So, wie sieht's aus? Das ist so ein bisschen stumpf geworden. So, dann brauche ich hier nochmal ein bisschen. So, wie sieht's aus, wenn ich den jetzt nicht hau? Mach da. Stumpf, stumpf. Ich brauche nur aber spitz, spitz. Und spitz, spitz kriege ich, wenn ich den wahrscheinlich ein bisschen mehr anspitze noch. Und... Die hintere Seite ist wieder kalt. Mama, heiß da! Ich rede erst wieder mit dir, wenn du es heiß gemacht hast. Es gibt noch einen Auftrag, und zwar... Neues Jagdlager. Bring's Haus, aber nicht verformen. Danke, hab schon. Ich habe es doch schon. Ein kleiner Fratz. Und so. Ich vermute, dass ich ihn einfach nur noch ein bisschen flachen muss. Ein bisschen plätten. Oh, das war ein bisschen zu hart an der Grenze oben. So, und hier oben noch ein bisschen. Ja, okay, ist ein bisschen... Aber jetzt sollte eigentlich Pieks Pieks machen. Stich, Stich. Na, also geht doch. So. Der Speer soll nicht ganz so lang sein, der soll zwei lang sein. Da machen wir doch zwei lang. Einmal. Zweimal. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal ein bisschen zuspitzen. Also so einen ganzen Baumstamm hier so einen dünnen Ast hier rausmachen. Warum habe ich nicht gleich einen Ast genommen? Eigentlich könnte der hier schon reichen. Ist doch nicht schwer, so einen geraden Ast dazu kriegen, den vielleicht ein bisschen
hier bearbeiten, das Ding hier wird. Aber gut, ich weiß nicht, was wir noch alles freischalten. Thema Holz. So, das soll doch gehen. Na. Okay, so eine Ecke ein bisschen dick geworden. Das machen wir gut, das machen wir gut. So. Und wir haben schlechter gemacht. Ich glaub's. Nee, komm da grad nicht ran. Nee. Kleine Kinderspeer. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er es wahrscheinlich auch mit Leder umwickeln haben möchte. Ach, das geht jetzt komischerweise besser. Wieso geht das jetzt auf einmal so gut? Der wird hier aufgebraucht, aber wie kann ich ihn auffüllen? Weil hier oben drin lag, oder? Reicht dieser Kinderspeer eigentlich? Ja, easy going, sollte gleich easy reichen. So. Muss ihn rausfinden. Yeah, great für dich, Hagrid. Ah, ich könnte ja auch mal mehrere Aufträge auf einmal machen und... Alter, hoch ist das, wie oft kriege ich den Auftrag nochmal? Oder was, stimmt da was nicht? Fertige mir doch... Ach so, noch einen Hammer. Ah, okay. Ding, ja, dazu brauche ich nur noch einen stabilen Hammer. Fertige mir noch einen. Ja, okay, dann werden wir wohl in der nächsten Folge... Oder ich mache den jetzt ganz schnell privat hier, dass wir den jetzt halt, schnell erledigen. Was macht denn das für eine Aufgabe? Neues Jagdlager. Das machen wir dann gemeinsam, das Jagdlager. Da werde ich nochmal kurz einen Hammer machen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Blackforge VR wieder. Gell? Wo guckst du denn hin? Guckt er eigentlich immer hin? Guckt immer auf seine Hörner? Na gut, egal. Like, Kommentar und Abo. Also bis dann. Tschüss. Na, hab ich ein bisschen verlaufen.